Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Data Binding und Dependency Properties beschäftigen. Das sind zwei fortgeschrittene Mechanismen, die man in WPF-Anwendungen anwenden kann. Und dieses Programmiermodell, was dann dahinter stecken kann, hinter Data Binding, das wird unter anderem auch mittlerweile in HTML5 JavaScript mit eingesetzt. Aber nichtsdestotrotz kommen wir eigentlich erstmal zum Punkt, was ich hinaus möchte. Ich habe hier ein sehr einfaches User Interface, wie wir sehen. Wir haben hier eben einen Slider und ich möchte einfach, dass in der Textbox der jeweilige Wert des Sliders steht. Das heißt, wenn ich diese Applikation einfach mal starte, dann möchte ich quasi, wenn ich den Slider hier bewege, dass ich hier den Wert in der Textbox anhand dieses Wertes aktualisiere. Man könnte jetzt eben sagen, na klar, gehen wir doch hier auf den Value Change Event und hängen hier eine Methode rein und sagen eben dann, wenn ich dieser Textbox noch einen Namen geben würde, Textbox, nennen wir sie beispielsweise, dass ich hier dann einfach sage, Textbox.text ist eben gleich mein Slider.value to String. So könnte man das beispielsweise machen. Der Punkt ist, dieses beständige Hin- und Herschieben von Informationen von einem Objekt zum anderen. Also wir sehen das hier, das funktioniert jetzt zwar so, wie wir uns das vorstellen, aber im Prinzip müssten wir eigentlich das hier auch noch einmal ausführen, wenn das Main Window startet, damit sofort was in der Textbox drin steht und so weiter. Und wir haben jetzt auch noch nicht die Möglichkeit gemacht, dass wir eben hier in der Textbox was eingeben und dann eben den Sliderwert daraus aktualisieren. Das funktioniert auch noch nicht. Der Punkt ist, solche Sachen, Werte hin und her schieben, weil eben zwei Eigenschaften von zwei Objekten verknüpft sein sollen, das kann man auch sehr viel, viel einfacher machen über das sogenannte Data Binding. Und genau das schauen wir uns mal an, wie das eigentlich aussieht. Der Punkt ist, dass ich die Text-Property von dieser Textbox jetzt mit einem Binding an den Slider knüpfe und der Pfad für dieses Binding soll eben der Wert sein. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Wir haben hier tatsächlich eben nicht direkt einen Wert, der in Text drin steht, also so würde man das normalerweise schreiben. Irgendwie so, hallo. Genau das machen wir eben nicht, sondern nach den beiden Anführungszeichen oder innerhalb der beiden Anführungszeichen machen wir eben wie bei Static Resource oder Dynamic Resource eben eine geschweifte Klammer auf. Das ist das Zeichen für eine Markup Extension, also eine bestimmte Funktionalität, die ausgeführt werden soll, wenn hier dieses Attribut gesetzt wird. Und hier soll eben ein Data Binding erstellt werden. Und zwar, das, was hier in Text stehen soll, soll gebunden sein an den Wert, den mein Slider gerade hat. Ja, also ich sage hier eben mit Element Name, bitte referenziere dieses Objekt. Und auf diesem Objekt gibt es eine Eigenschaft, die heißt Value. Die könnten wir hier ja beispielsweise auch mal direkt setzen, wenn ich hier sage, das Ding ist 50. Achso, wir müssen zwischen 1 und 10 sein. Dann machen wir hier mal 3. Dann sehen wir hier eben, wenn ich diesen Wert hier ändere, wird auch automatisch schon im UI der Wert der Textbox aktualisiert, so wie wir das hier sehen. Und ich mache jetzt einfach mal ein Maximum für 200 und dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze hier funktioniert. Ich habe jetzt eben keine sozusagen Händler auf bestimmte Events, sondern ich lasse das alles über ein Data Binding laufen und
dieses Data Binding sorgt letztendlich dafür, dass ich keine Updates-Methoden ausführen lassen muss in meiner Code-Behind-Datei, die eben letztendlich meistens bloß Daten von einem Objekt zu einem anderen Objekt drüber schieben. Also oder Eigenschaftswerte, sagen wir es mal so. Und wir sehen hier eben, ich kann hier direkt am Slider ziehen und die Textbox aktualisiert sich. Ich kann es auch umgedreht machen. Ich gebe jetzt zum Beispiel 30 ein und verlasse den Fokus wieder mit Tab aus der Textbox und dann aktualisiert sich auch mein Slider, wie wir das hier sehen. Und das passiert eben so oder deswegen, weil dieses Binding, was wir hier haben, standardmäßig Two-Way ist. Das liegt daran, dass wir hier eine Textbox einsetzen und dieses Binding eben innerhalb der Text-Property, der Textbox hier setzen. Diese Text-Property hat eben als Eigenschaft, dass wenn ein Binding erstellt wird, dann in beide Richtungen. Also wir werden sozusagen nicht nur den Text aktualisieren, wenn sich der Wert des Sliders ändert, sondern wir aktualisieren auch die Value-Eigenschaft des Sliders, wenn wir uns in der Textbox Änderungen eingeben und diese dann eben den Fokus verliert, standardmäßig. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, cool, geht das auch mit meinen eigenen Objekten? Die Antwort ist ja, wenn das sogenannte Dependency Properties sind. Also wir schauen jetzt nochmal kurz ins Skript dazu. Hier können wir eben auch nochmal sehen, was ich hier eben schon gezeigt habe. Und eine Dependency Property, die ist jetzt eben so implementiert. Das Wichtige ist eben, ja, eine Dependency Property ist immer ein statisches Feld innerhalb einer Klasse. Und wir rufen auch nicht new auf Dependency Property auf, wenn wir das einsetzen, sondern wir machen dependencyProperty.register, geben ihr den eigentlichen Namen, die sie haben soll, eben Text jetzt in diesem Fall, des Textblocks oder auch der Textbox. Und das statische Feld selber ist eben public static und heißt public static read only, muss ich sogar sagen, und heißt eben Text Property angehangen. Also wenn wir jetzt was anderes hätten, wie zum Beispiel Margin, dann würde das Margin Property dieses statische Feld heißen. Oder wenn wir eben, was weiß ich, Horizontal Alignment haben, dann hätten wir eben die Horizontal Alignment Property. Also das Feld ist sozusagen eine Art Schlüssel. Und um diesen Schlüssel rum bauen wir eben jetzt für eine Eigenschaft, die nicht statisch ist, das muss man auch merken. Aber wir können eben jetzt über die vererbten Eigenschaften von Dependency Object diese GetValue und SetValue Methode aufrufen. Diese beiden Methoden kommen eben von Dependency Object und damit können wir über die Angabe dieses Schlüssels mehr oder weniger, den diese Text Property hier eben darstellt, einen Value über eine entsprechende Dependency Property setzen oder den eben auslesen. Und das Ganze ist eben nicht generisch, wie wir hier sehen. Wir müssen jeweils noch hier beispielsweise den String casten, wenn wir das Ding auslesen. Also wir kriegen hier bei GetValue ein Object zurück. Und diese Wrapper-Eigenschaft für den Zugriff auf Dependency Properties, die ist ehrlich gesagt auch nicht nötig. Wir könnten auch diesen Code direkt einfach irgendwo anders ausführen, um eben eine solche Eigenschaft zu setzen. So, was ist jetzt der Vorteil von Dependency Properties im Gegensatz zu normalen Eigenschaften? Der erste Schritt ist, wir haben eben die Möglichkeit, dass wir Dependency Properties auf jedem beliebigen Objekt setzen, das von Dependency Object ableitet. Wenn Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht haben, woher kommt denn eigentlich die Möglichkeit, dass ich hier beispielsweise grid.row gleich 0 auf diesem Stackpanel setze? Ja, weil das Stackpanel selbst hat keine Eigenschaft, die irgendwie row heißt. Ja? Der Punkt ist hier eben, das ist eine Dependency Property, die eben
eigentlich auf Grid definiert ist, aber wir können Dependency Properties auf beliebigen Dependency Objects setzen. Das heißt, wir können zum Beispiel das Stack Panel mit Informationen zum Grid ausstatten, wenn wir das möchten. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ein Stack Panel wirklich in einem Grid enthalten ist. Nehmen wir mal an, wir hätten hier kein Grid, sondern wir nehmen das Grid hier einfach weg. Dann brauchen wir auch keine Grid-Row-Eigenschaft hier setzen, aber das ist eben der Punkt. Das Stack-Panel selbst muss nicht eine solche Eigenschaft einfach mal definiert haben, damit man sie eventuell setzen könnte in einem speziellen Fall, sondern wir haben hier eben die Möglichkeit, über eine Dependency-Property diese Eigenschaft auf einem beliebigen Objekt zu setzen, eben genau dann, wenn wir es brauchen. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Wenn wir hier eben Grid Row setzen, in diesem Fall, dann ist das vollkommen wirkungslos, was wir hier machen. Das sieht man auch, ReSharper erkennt es, dass wir uns in keinem Grid befinden und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, dass wir hier Grid Row mit angeben. Aber der Punkt ist eben, dass man Dependency Properties nicht nur auf dem Objekt setzen kann oder in den Klassen setzen kann, wo man es definiert hat, sondern auf jedem beliebigen Dependency Object. Das ist ein Punkt, der eben mit normalen .NET-Properties nicht geht. Und zusätzlich bieten Dependency-Properties eben noch Unterstützung für viele WPF-Sachen. Beispielsweise automatische Benachrichtigung bei Wertänderungen. Wenn wir uns dieses Beispiel hier nochmal anschauen. Wenn ich hier am Slider ziehe, dann verändert sich eben die Value-Eigenschaft des Sliders. Und weil diese Value-Eigenschaft eine Dependency-Property ist, teilt sie unter anderem auch mit an andere. Hey, ich bin verändert worden, wenn jemand mal nachgucken mag, was mein aktueller Wert ist. Bitte, jetzt könntet ihr das beispielsweise machen. Also das ist eine typische Event-Geschichte nach dem Hollywood-Prinzip. Und das merkt eben das Binding, das wir gerade auch erstellt haben. Vielleicht bringe ich es hier nochmal mit in den Fokus. Dieses Binding kriegt eben mit, okay, beim Slider hat sich die Werteigenschaft verändert. Das heißt, ich hole mir jetzt mal den aktuellen Wert und schiebe ihn dann eben hier in diese Texteigenschaft. Und Dependency Properties bringen eben diesen Benachrichtigungsmechanismus automatisch mit. Dann haben wir gesehen, wir können Data Binding einsetzen bei Dependency Properties. Der Punkt ist hier eben, wichtig ist, wenn wir ein Binding erstellen, dass diese Texteigenschaft selbst eine Dependency Property ist. Also der Punkt ist, dort wo wir das Binding setzen, das muss eine Dependency Property sein. Also das Zielobjekt muss letztendlich zwangsweise irgendwie von Dependency Object ableiten. Das Quellobjekt muss aber nicht unbedingt ein Dependency Object sein und auch diese Eigenschaft kann prinzipiell erstmal eine Standard.NET Property sein. In unserem Fall ist jetzt eben Slider und Textblock beides Dependency Object und jeweils eine Dependency Property. Wie gesagt, das muss aber nicht notwendig sein und das wird beim sogenannten MVVM Pattern, Design Pattern auch so eingesetzt, dass wir hier eben in einem Quellobjekt die Logik für eine Ansicht haben und im Zielobjekt der eigentlichen View, da ist dann bloß noch wirklich das Aussehen einer Ansicht definiert. Und es gibt in der Code-Behind-Datei eigentlich im Idealfall überhaupt keinen Code. Stattdessen gibt es dazu eben eine andere Klasse, wo die komplette Logik einer Ansicht drin ist. Und die kann man dann auch leicht Unit-testen, weil sie unabhängig von irgendwelchen WPF-Render- und Layout-Prozessen sind. Also man klingt sich da sozusagen nicht in die WPF-Klassenhierarchie mit ein. Und über Data-Binding wird dann einfach dieses Muster zusammengesetzt. Also wir haben hier ein View-Model und wir haben hier eine View und über Data-Binding werden dann eben die einzelnen Eigenschaften und an die jeweiligen Elemente in der View gebunden. Aber das schauen wir uns später auch nochmal etwas genauer an. Wichtig ist eben nochmal zu erkennen, das Zielobjekt muss auf jeden Fall eine Dependency-Property sein bei WPF-Data-Binding. Okay. Wir waren noch bei den Eigenschaften, die Dependency Properties uns bieten. Wir haben Styling gesehen. Wir können mit WPF
Dials auch keine normalen Eigenschaften festlegen. Wir müssen tatsächlich Dependency Properties haben, wenn wir innerhalb eines Styles in BPF irgendwie festlegen sollen, beispielsweise der Margin soll 5 sein. Resource Support ist genau das gleiche. Wir können eben Static Resource und Dependency Resource bei Dynamic Resource, Entschuldigung, bei Dependency Properties einsetzen, um eben applikationsweit, wenn notwendig, nach entsprechenden Objekten in den Ressourcen zu suchen. Diese Attached Properties, die ich hier eben schon erwähnt habe, das ist eben beispielsweise Grid Row. Das heißt, das sind explizit Dependency Properties, die man nicht auf sich selbst, sondern auf anderen Objekten setzt, damit diese mit eben zusätzlichen Informationen ausgestattet werden. Üblicherweise ist es notwendig für den Layout-Prozess. Also Grid.Row wird eben auf Kind-Elementen gesetzt, damit das Grid dann letztendlich weiß, in welche Reihe, in welche Spalte muss ich das entsprechende Element packen. Ja, und zu guter Letzt, Animationen habe ich auch schon erwähnt. Wir können eben die bestimmte Sachen animieren. Darauf werde ich jetzt aber nicht näher eingehen. Und das sind eben die Vorteile, die Dependency Properties im Gegensatz zu normalen Properties, so wie wir sie kennen, eben haben. Und letztendlich ist eben eine Dependency Property immer so implementiert nach diesem Muster in etwa. Also wir haben eben ein statisches Feld, das sozusagen mehr oder weniger ein Schlüssel ist, um bei konkreten Objekten auf die entsprechende Eigenschaft zuzugreifen. Und dann gibt es einen Instanz-Eigenschafts-Wrapper dafür, damit wir das leichter in tatsächlichen Code nutzen können. Dieses Wissen, was ich hier jetzt gerade präsentiert habe, ist vollkommen unwichtig für die Prüfung. Also wenn Sie sagen, oh mein Gott, ich habe gerade nichts verstanden, es macht überhaupt nichts. Wenn Sie sich aber für Oberflächenprogrammierung eben interessieren, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie, wenn Sie in WPF, Silverlight bzw. WinRT-Umfeld bleiben, da ist eigentlich die ganzen Konzepte, die dahinter liegen, sind weitgehend gleich, dass Sie sich da eben genauer mit diesen Dependency Properties und auch Data Binding beschäftigen. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden im nächsten Video uns nochmal kurz mit einer Zusammenfassung für WPF und Oberflächenprogrammierung befassen. Und dann sind wir mit diesem Block auch durch. Und bis dahin sage ich nochmals vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.